Ja, unser Stargast heute ist Werner Gregoritsch, der Unter-21-Teamchef, ein sehr erfolgreicher Teamchef, der die Unter-21 möglicherweise jetzt auch zu einer Endrunde führen wird. Er beobachtet diese Weltmeisterschaft natürlich auch ganz genau mit den Augen des Trainers. Werner, was erwarten Sie von dem heutigen Spiel zwischen Argentinien und Belgien? Ich glaube, dass das zwei Mannschaften sind, die absolut sehr, sehr gute Einzelspieler haben, vor allem in der Offensive. Belgien ist für mich, wie gesagt, ein leichter Geheimfavorit. Argentinien ist der Favorit aufgrund des Lionel Messi. Das ist natürlich eine herausragende Figur. Man kann den Spieler nie 90 Minuten neutralisieren. Und es wird sehr spannend werden, weil ich glaube, dass beide Mannschaften nicht ihre Qualitäten in der Defensive haben, sondern versuchen, offensiv zu spielen. Und ich erwarte mir auch einige Tore. Jetzt hat gestern sozusagen der Blitz in diese Weltmeisterschaft eingeschlagen. Verletzung von Neymar. Was sagen Sie dazu? Wie haben Sie die gesehen? Zum einen bin ich sehr überrascht. Ich glaube, dass das eine Vorgabe der FIFA ist, dass die Schiedsrichter mit den gelben Karten sehr lange warten. Das heißt, dass natürlich die Grenze des Harten bzw. dann auch des Fouls sehr hochgezogen ist. Meiner Meinung nach war in dem Spiel, das sehr intensiv geführt worden ist, schon vor Situationen, wo man die gelbe Karte geben muss, worauf eine gelbe Karte lässt natürlich dann immer die Spieler ein bisschen nachdenken und sie sind dann in der Aggressivität ein bisschen kontrollierter. Ich glaube, dass die Summe dieser Intensität dieses Spiels dann dieses Fouls gefordert hat. Ich bin der Meinung, dass es trotzdem absichtlich war. Der Spieler geht auf den Kopfball, schiebt dann sein Knie vor oder schlägt es in den Wirbelbereich des Spielers Neymar. Was mich ein bisschen enttäuscht ist, dass die Vorgabe bei allen Weltmeisterschaften zuvor, dass man die Spielmacher schützt, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Also der Spieler Neymar ist der am meisten gefaulteste Spieler der WM und meiner Meinung nach gehören solche Spieler geschützt. Die Fans wollen diese Spieler sehen. Er ist ein hervorragender Spieler, hat große Qualität und mir tut es sehr leid, dass er jetzt ausfällt und vor allem hoffe ich, dass er wirklich nur einen Monat oder 6 Wochen ausfällt, weil eine Wirbelverletzung kann natürlich sich sehr, sehr lange ziehen. Wird Brasilien jetzt noch Weltmeister? Normalerweise muss man sagen, dass mit dem Spiel, das Brasilien bis jetzt an den Tag gelegt hat, alles auf Neymar zugeschnitten war. Aber man hat ja auch gesehen, das Beispiel Frankreich, man hat auch dieser Mannschaft keine Chance gegeben, weiterzukommen. Sie haben den Verlust von Ribéry mit einem herrlichen Kollektiv ausgeglichen. Und ich muss dazu sagen, dass ich persönlich glaube, dass die Brasilianer, vor allem die Spieler Luis Gustavo, auch die Innenverteidiger, Luis oder zum Beispiel Dante wird jetzt in die Mannschaft kommen, dazu noch Hulk und die anderen Offensivspieler, sich alles jetzt dazu tun werden, um Neymar ein Geschenk zu machen, beziehungsweise auch zu zeigen, dass sie auch ohne Neymar Weltmeister werden können. Zurück zum österreichischen Fußball. Morgen gibt es das Abschiedsspiel von Rapid vom Hanapi-Stadion gegen Celtic Glasgow. Welche Erinnerungen und Emotionen weckt das Hanapi-Stadion bei Ihnen? Ja, ich kann nur so sagen, dass ich natürlich mit meinen Vereinen, ob das der GRK war, Mattersburg oder auch Kapfenberg, immer wunderbare Spiele erlebt habe. Mit dem GRK habe ich damals ein legendäres 4:0, das schon in der ersten Halbzeit festgestanden ist, wo Brummer 3 Tore gemacht hat, erlebt, wo dann ein Sitzstreik war, also die Emotionen hochgegangen sind. Ich habe Spiele erlebt mit Mattersburg, aber auch mit Kapfenberg, wo man zum Beispiel bis zur 88. Minute geführt haben und dann 2 oder 3 Tore in der Nachspielzeit bekommen haben. Also eine wunderbare Sache für die Fans, natürlich für die Rapid-Fans. Mir ist persönlich immer die Gänsehaut aufgestiegen, wenn ich ins Stadion gekommen bin und diese Begeisterung, diese Leidenschaft des Vereins gesehen habe und muss sagen, man hat auch natürlich im Europacup-Spiele gesehen, selbst auch als Spieler habe ich dort gespielt, im Hanapi-Stadion gegen Krankl, noch Weber und Konsorten gegen eine Top-Mannschaft und es war immer zum Teil sehr, sehr schwer, zum Teil also wir sind vorgeführt worden und die Europacup-Spiele, speziell wenn man denkt, wie Barkholt-Peter auch gespielt hat und sie zum Beispiel gegen Dynamo Dresden das Spiel umgedreht haben, muss man sagen, hervorragend. Ich hoffe, dass es dann im neuen Stadion ähnlich sein wird. Ja, dieses neue Stadion, glauben Sie, kann das ähnliche Emotionen hervorrufen?
Ja, man muss im Prinzip schon mit der Zeit gehen und man muss natürlich auch modernisieren. Man muss ganz einfach, glaube ich, sich der Zeit anpassen. Und man muss auch sagen, dass heute Fußball ja auch ein Event für die ganze Familie ist. Und wenn man dann wirklich alle Möglichkeiten ausschöpft und ein besonderes Stadion baut, und es wird auch so sein, dann bin ich auch überzeugt, dass die Fans das annehmen werden. Rapid ist der Traditionsverein schlechthin mit Austria Wien. Und da muss man dazu sagen, dass natürlich die Fans sehr leiden werden, wenn sie morgen das letzte Spiel dort erleben werden. Aber ich bin überzeugt, die Menschheit ist heute so, dass man nach vorne blickt. Und ich bin überzeugt, dass ein sehr schönes Stadion Rapid in den nächsten Jahren auch weiterhelfen wird. Danke vielmals. Die entscheidende Phase bei dieser Weltmeisterschaft, die geht weiter. Mit den beiden Semifinalspielen am Dienstag und Mittwoch. Und das ist wieder sehr schön hier zu sehen in der Bergstation Tirol, bei diesem wunderbaren Ambiente, diese Spiele zu verfolgen. Und überdies gibt es auch spezielle Analysen mit prominenten Spielern und Trainern. Toni Polster hat sich angesagt, Carsten Janka wird möglicherweise kommen und auch der eine oder andere wird dabei noch vorbeischauen. Also Semifinale Dienstag und Mittwoch hier in der Bergstation Tirol.